Microsoft ist eines der größten Unternehmen unserer Zeit. Haben sie dann alles richtig gemacht? Auf keinen Fall. Microsoft hat viele Betriebssysteme entwickelt, von MS-DOS bis zum heutigen Windows. Und die sind weltweit bestens bekannt. Doch Microsoft entwickelte auch das Betriebssystem MSX. MS was? Das Betriebssystem, mit dem die wenigsten wohl Microsoft in Verbindung setzen würden, heißt MSX. Doch es ist ein Microsoft-Produkt. Wir werfen einen Blick auf Folgendes. Warum interessiert MSX überhaupt irgendjemand? Wie schaut das System denn aus? Die Geschichte und was lief dabei schief? Einen passenden Emulator und natürlich die Spiele schauen wir uns auch noch an. Warum MSX? MSX kennen vermutlich nicht viele von euch und wenn MSX Berühmtheit erlangt hat, dann sicher nicht wegen dem tollen Betriebssystem. Nein, es sind einige richtig gute Spiele, die auf diesen Geräten entstanden sind. So zum Beispiel Metal Gear, Bomberman, Hiya Kung Fu, Maze of Gallius oder Gradius. Und aus diesem Grund ist das System auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Im Übrigen habe ich ein paar dieser Perlen auch schon mal vorab gezockt und lasse sie im Hintergrund laufen, während ich euch alles über MSX erzähle. Aber was ist denn jetzt MSX überhaupt? Das System. Was bedeutet denn MSX überhaupt? Einer der Gründer gibt an, dass es sich dabei um den Begriff Machines with Software Exchangeability handelt. Aber eben dieser hat auch schon mal behauptet, dass es von der amerikanischen MX-Rakete inspiriert sei. Wahrscheinlicher ist es da schon, dass die großen Gründerfirmen Matsushita und Sony ihre Initialen dafür hergaben. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass es sich bei den Initialen um Microsoft handelt. Die schrieben sich damals noch mit Bindestrich und nutzten eben oft auch die Abkürzung M.S. Und da ein Extended Basic auf den Geräten lief, dürfte es sich bei MSX wohl um die Abkürzung Microsoft Extended Basic handeln. Die ASCII Corporation hatte sich am Anfang der 80er Jahre zu Microsofts Vertretung in Japan entwickelt. Zeitgleich wurden die IBM-PCs in den USA aufgrund ihres offenen Standards immer populärer. Hier sah die ASCII Corporation eine große Chance. Man müsste nur einen ähnlichen Standard in der Homecomputerwelt schaffen und der Erfolg wäre garantiert. Logische Konsequenz, sie setzten das um. Natürlich wurde ein Microsoft Basic als Software vorausgesetzt, doch MSX fordert auch eine bestimmte Hardware. Es musste ein Z80-Prozessor mit mindestens 8 KB RAM sein, dazu der Grafikchip TMS 9918 von Texas Instruments, 16 KB Videoram und der Soundchip AY36-8910 von Yamaha. Aber auch an die Schnittstellen wurden Anforderungen gestellt. Ein Kassettenrekorder, ein Joystick und ein Erweiterungsanschluss sowie eine Centonic-Schnittstelle waren zwingend erforderlich. Doch das war immer noch nicht alles. Die Tastatur musste mindestens 70 Tasten besitzen, darunter 5 Funktionstasten und 4 weitere, die zur Steuerung des Cursors dienten. Und selbstverständlich brauchte es noch 32 KB ROM für die erweiterte Version von Microsoft Basic. Das sind jede Menge Voraussetzungen, die ein MSX-System erfüllen musste. Aber das ist heute gar nicht so viel anders. Wer Windows 11 einsetzen will, braucht auch ein performantes System, was wohl den Verschlüsselungsalgorithmen geschuldet ist. Und auf einer anderen Hardware als x86 basierten Systemen, wie zum Beispiel der PowerPC, lief Windows niemals. Übrigens ist der Nachfolger, der Power 10, 2021 erschienen und es gibt immer noch keinen Support. Okay, das sind jetzt Serverprozessoren, aber dahin wurden sie auch zunehmend gedrängt. Jedenfalls war das die Spezifikation eines MSX-Systems und die Hersteller mussten sich daran halten. Alles sehr ähnlich wie bei den IBM-kompatiblen PCs. Was lief also schief? Die Geschichte. Um herauszufinden, warum sich MSX nicht so durchgesetzt hat wie Windows, müssen wir einen Blick auf die Geschichte werfen. Ursprünglich war die ASCII Corporation der Herausgeber einer Computerzeitschrift, die aber ebenso Softwareprojekte durchführte und dafür eine einfache Programmiersprache suchte. Microsoft hatte seinerzeit mit Basic zunehmend Erfolg und so kam es zu einem Treffen. Dies führte dazu, dass 1979 die Firma ASCII, der Name hat übrigens nichts mit der Zeichentabelle zu tun, Microsoft in Japan vertrat und sich bald darauf den MSX-Standard ausdachte. 1982, als MSX das Licht der Welt erblickte, war die Welt aber noch eine ganz andere. Firmen, die schon Datenverarbeitung nutzten, verwendeten dazu meist Großrechner mit Terminals und im privaten Bereich etablierten sich mehr und mehr die Homecomputer. Microsoft hatte hier schon ihre Füße in den meisten Türen, denn sie lieferten Software an mehrere Hersteller. Einige Systemroutinen und vor allem der Basic-Interpreter wurden des Öfteren bei Microsoft zugekauft. Da viele Homecomputer-Hersteller ihr Augenmerk mehr auf die Hardware legten, vielleicht noch auf gute Anwendungen, aber kaum auf Programmiersprachen. Darunter übrigens so prominente Namen wie Apple und Commodore. Die Firma Spectra Video, die ihr vielleicht von den Quickshot-Joysticks kennt, hatte seinerzeit unabhängig von MSX einen Homecomputer entwickelt. Dieser entsprach praktisch den Vorgaben von MSX und sollte ein Microsoft Basic als Betriebssystem bekommen. Die ASCII Corporation verwendete einen Prototyp des Geräts, um bei den japanischen Elektronikfirmen für den MSX-Standard zu werben. Sehr, sehr, sehr viele ließen sich davon überzeugen und bauten fortan MSX-kompatible Homecomputer.
Doch nicht nur die japanischen Firmen wie Casio, Canon, Fujitsu, Hitachi, Kyocera, Mitsubishi, NEC, Yamaha, Pioneer, Sanyo, Sharp, Sony und Toshiba produzierten nun MSX-Geräte, auch LG, ehemals Goldstar, und Samsung aus Korea und Philips stiegen mit ein. Dadurch wurde MSX zu dem Standard in Japan, Südkorea und auch in Holland und Belgien. Aber was hat dann Microsoft falsch gemacht? Ganz einfach. 1983 wurde MSX in den USA angekündigt, aber die Microsoft-Zentrale förderte das Vorhaben nicht. So ziemlich alles ging von der Vertretung in Japan aus, was zur Folge hatte, dass erst 1985 MSX auf der Consumer Electronics Show mit echten Geräten vorgestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt stellte die Konkurrenz aber schon ihre 16-Bit-Computer vor, wie zum Beispiel Apple den Mac oder Commodore den Amiga. Da konnte der 8-bittige Z80-Prozessor natürlich nicht mehr mithalten. Aber auch im 8-Bit-Segment hatte MSX kaum eine Chance. Denn die Geräte hatten einen Preis von ca. $500. Der C64, der den Markt dominierte, wurde 1985 aber schon zu einem Preis von $200 angeboten. Doch nicht nur die Hardware, sondern auch die Software hinkte dem Angebot weit hinterher. Es sei denn, man konnte Japanisch. Es gab und gibt viele Anwendungen für die MSX-Computer, doch nur wenige unterstützen Englisch. Entsprechend floppte MSX außerhalb von Japan und Korea. Nur noch in ein paar europäischen Ländern hatte MSX Erfolge zu verzeichnen. Allen voran Holland und Belgien wegen der Popularität von Philips. Auch in England war der MSX chancenlos, da Sinclair hier schon alles beherrschte. Ebenso war Deutschland kein guter Absatzmarkt. Erst später gab es nochmal einen kleinen Boom in Brasilien. Was wäre gewesen, wenn Microsoft USA den MSX-Standard aktiv gepusht hätte? Nun, das ist natürlich reine Spekulation, aber ich vermute, dass es eine gefährliche Konkurrenz zum C64 geworden wäre. Vor allem, wenn sich mehrere amerikanische Hersteller dazu entschlossen hätten, diesen Standard zu unterstützen. Es wäre möglich gewesen, dass sich MSX zum vierten großen Player im Computersektor aufgeschwungen hätte. Neben den IBM-PCs, Apple und Commodore. Commodore managte sich wohl selbst ins Aus. Apple stand auch schon nah am Rande der Insolvenz und den Vorteil des offenen Standards der IBM-PCs hätte auch MSX besessen. Vielleicht wäre Apple wegen der zusätzlichen Konkurrenz wirklich pleite gegangen. Vielleicht gäbe es noch Commodore, weil sie nicht im Größenwahn verfallen wären. Und vielleicht hätten die IBM-PCs nicht das Rennen gemacht. Oder es gäbe immer noch hartnäckige Konkurrenz durch MSX. Wer weiß. Die Chance jedenfalls hat Microsoft nicht ergriffen und so finde ich, haben sie das Betriebssystem in den Sand gesetzt. Für Microsoft war das jedoch kein Problem. Schließlich lieferten sie das Basic für den C64, das Basic des Apple II Plus und das DOS für die IBM-PCs. Sie konnten nur gewinnen. Der Emulator. Geschichte ist Geschichte. Heute gibt es den MSX-Standard natürlich längst nicht mehr. Aber ein paar MSX-Homecomputer haben die Zeit überdauert. Allerdings werden derzeit mehrere hundert Euro für so ein Gerät fällig. Dazu kommt noch, dass man auf die Ausstattung aufpassen muss. Manche bieten nur einen Kassettenanschluss, manche nur einseitig lesbare Disketten, was zum Beispiel den Austausch mit MS-DOS deutlich erschwert. Darüber hinaus gibt es nicht nur den MSX-Standard, sondern auch MSX2, MSX2 Plus und MSX Turbo R. MSX2 Plus und Turbo R gab es nur noch in Japan. Turbo R forderte den Z800-Prozessor, der 16-Bit hatte und somit inkompatibel zu den Vorgängern war. Dieser Standard wurde aber nur noch von Panasonic umgesetzt. MSX2 fordert mehr Speicher und einen besseren Grafikchip. Von daher ist so etwas für einen Kauf eher zu empfehlen, da einige Spiele das voraussetzen und er voll kompatibel zu MSX1 ist. MSX2 Plus steigerte dann nochmal RAM und ROM und diesmal ist auch der Soundchip besser geworden. Aber das waren nur minimale Steigerungen und es gibt eigentlich keine Spiele, die das als Voraussetzung haben. Dennoch, keine einfache Entscheidung. Aber hey, es gibt ja Emulatoren. Auf der Homepage von EmulatorZoon bin ich ziemlich schnell fündig geworden. Es gibt eine ganze Reihe und OpenMSX galt lange Jahre als der beste unter ihnen. Doch in der Liste hier hat BlueMSX die höchste Bewertung, sodass ich diesen herunterlade und mal ausprobiere. Nach dem Entpacken ist keine Installation notwendig, man kann den Emulator direkt starten. Man muss sich hier erstmal zurechtfinden, da die Optik etwas eigenwillig ist. Soll wohl irgendwie retro ausschauen. Egal, hier unten steht MSX2, entsprechend wird im Moment die Generation 2 emuliert. Links oben gibt es den Menüpunkt RAN und darunter gibt es den Eintrag Start. Wie zu erwarten, beginnt damit der Bootvorgang und bald darauf erscheint ein Bildschirm mit der Meldung, dass Microsoft das Copyright hält. 1986 war natürlich auch schon MSX2 gesetzt. Leider kenne ich die Basic-Befehle gar nicht, aber List steht ja auch unten. Okay, gibt nichts zum Auflisten. Vielleicht mal Color probieren. Oh, alles grün. Na gut, blind eintippen. Ja, jetzt sehe ich zumindest wieder was, aber schlecht zu lesen die Farben gewählt. So, das ist schon besser. Doch eigentlich wollte ich ja auch noch eine MSX1-Emulation starten. Im Menü unter Options den Eintrag Emulation gewählt und dort auf die Auswahlbox der Maschine geklickt. Es gibt eine endlos lange Liste, doch ich suche mir einfach den Default MSX-Typ heraus. Auch hier wieder unter Run starten und genauso kommt die Copyright-Meldung auf den Bildschirm. Die Version 1.0 und 1983 zeigen mir, dass es wirklich ein MSX1-Gerät ist. Ich probiere hier gerade noch die typische Endlosschleife aus und selbstverständlich funktioniert sie wie erwartet. Jetzt will ich aber auch endlich mal was zocken. Die Spiele.
Also ab ins Netz und auf Archive.org die passenden ROMs herunterladen. Es gibt Microsoft MSX 1 und Microsoft MSX 2, die ich mir einfach beide gönne. Eine Runde entpacken ist auch hier fällig, aber der Emulator beherrscht ZIP-Dateien, sodass ich nicht nochmal mehr entpacken muss. Wie ihr seht, sind hier jede Menge Games mit dabei. Da kann ich ohne Probleme einige Tage oder Wochen zocken. Zumal ich ja auch noch das MSX 2-Verzeichnis voller Spiele habe. Da MSX ja diverse Datenträger unterstützte, schaue ich mir den Inhalt einer ZIP-Datei mal genauer an. Die Endung lautet .ROM und damit dürfte es eine Cartridge sein. Ich probiere einfach mal Drag and Drop und lasse den Emulator erkennen, um was es sich dabei handelt. Okay, so richtig klar ist es mir immer noch nicht, um was es dabei geht, aber ich kann zumindest schon mal spielen. 1942 ist selbstverständlich ein Klassiker und die Cursor-Tasten werden direkt unterstützt. Ich habe nämlich gar keinen Joystick angeschlossen. Das Spiel funktioniert jedenfalls mal bis hierher sehr gut. Die Grafik ist aber nicht überragend, da hat der C64 von 1982 Besseres geleistet. Aber vielleicht werfen wir mal einen Blick auf die zweite Generation. Ah, da gibt es sogar auch 1942. Damit ist doch dann ein schöner Vergleich möglich. Und ja, okay, das sieht doch gleich viel besser aus. Solltet ihr also ein echtes Gerät kaufen wollen, würde ich euch zu einem MSX 2-Computer dringend raten. Die tollen Games kann man natürlich, wie hier gerade auch, im Emulator spielen und eigentlich wurden auch alle auf andere Systeme portiert. Aber nur unter MSX hat man das ursprüngliche Game-Feeling. Okay, vielleicht wurde die eine oder andere Portierung sogar noch verbessert, weil eben dort schon ein 16-Bit-Prozessor oder ein tollerer Grafikchip drin werkelte. Wie auch immer, ihr habt die Spiele ja schon in Aktion gesehen und das hier ist ja auch kein Video über ein Game, sondern über MSX. Das ist außerhalb von Japan und ein paar wenigen weiteren Ländern gefloppt und damit auch das Betriebssystem von Microsoft. Die haben die Chance vertan, aber geschadet hat es Microsoft bekanntlich nicht. Wenn euch Videos über die Außenseiter gefallen, dann müsst ihr euch auch dieses hier anschauen. Da geht es um den Emulator WinArcadia, der ein paar seltenere Konsolen und Systeme emuliert.